The next shuttle is approaching the station. The next shuttle is approaching the station. Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Please clear the hatch. Shuttle will be departing. The next shuttle is approaching the station. Approaching next station. If this is your stop, please prepare to disembark. Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Missed your shuttle? Not a problem. Another shuttle will be along shortly. At Orison Skyway Shuttle Service, more flights means less worries.
thing is blocking all. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Engines are off. Engines are off. Thank you.
Now contact.
quantum drive is now off. Landing complete. Take off. Landing gear raised. Quantum drive is now off.
damaged. Shields damage.
drive is now off. Shields damage. Thank you.
schönen guten Morgen. Hi. Willst du es wohl wissen, Mart, wo du da drin bist? Ja, ich bin nicht mehr im Tech-Preview. Ich habe das vorhin probiert, aber da war dieser Fehler, dass ein Spieler den die ganzen Aesop-Fahrstühle blockiert hat. Also da stand überall der Name und du konntest ihn nicht rufen. Ja, viele Fehler drin, ja. Da kann man dann nichts machen. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, dann machst du mal ein bisschen PTU. Irgendwie muss es ja vorwärts gehen. Es ist heute der 11. Also ist es in knapp 10 Tagen soweit. Ja. Dann kriegen wir wieder Gehirnimpfung. Wird wohl wieder sich um Spot 42 drehen diesmal. Meinst du? Ja. Der erste Level soll so gut wie fertig sein. Vielleicht kriegen wir den dann so zum Vorspiel noch. Das wäre ja was. Zumindest Mung geht es darüber. Gesagt, interessiert mich der Singleplayer ungefähr ähnlich wie der Arena Commander. Ja, genau. Ja, genau. Das Spiel soll eigentlich fertig werden und rauskommen. Ja, das habe ich vom Singleplayer, wenn der Multiplayer nicht läuft. Aber das ist bei anderen Spielen ja auch so. Ja. Der Multiplayer ist das Problem. Ja, ist ja viel kompliziertere Technik, die dahinter steckt, ne? Singleplayer war es einfach bloß ein Spiel für einen Mann oder was. Approaching next station. If this is your stop, please prepare to disembark. Aber Patchzeit scheint heute Morgen nichts Neues zu geben. Patchmäßig. Bleibt nicht und PTU auch nicht. Ich hatte beim Tech Preview da ein Update, aber es lief ja nicht. Ja, das habe ich noch nicht runter jetzt vom Tech. Weil ich mir denke, das mache ich eh nicht. Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Ja, sie haben auch noch ganz schöne Blocker drin, wenn ich überlege, dass ich mit der Aquila seit ein paar Tagen keine zuverlässigen Landing Service mehr bekomme. Das kann nicht so bleiben.
bin ja nur ein dummer User, aber ich hätte für die CitizenCon nichts verraten. Alles redacted. Die beste Werbung ist jetzt das, was sie im Tech Preview heute Nacht gemacht haben. Man sieht es ja bei YouTube. Die üblichen Verdächtigen mit Videos. 1300, 1400, 1500, ja. Das Foto habe ich noch gar nicht angemacht heute Morgen. Your insurance claim has been sent. Wir auch noch nicht immer alles gespoilert haben. Thank you. Da ja auch nicht zu spoilern, wenn du guckst, dass die Leute halt teilweise immer noch ganz schöne Desyncs hatten. Ja, die müssen sich auch ordentlich Rechner kaufen. Ja, mich wundert's nicht, wenn der Ping zwischen 100 und 800 Millisekunden da hin und her springt, dass es dann Desyncs gibt. Das kann ich nicht alles nur auf scheiß Client-Computer schieben. Liegt auch an dem Code, der das da die Daten berechnen und erschieben. Wenn der beste Rechner, die beste Hardware halt die Daten nur im Halbsekundentakt kriegt, ja, was soll da bei der Client-Performance groß passieren, ne? Ja. Kann ja nur zu Desyncs führen. Ich muss da immer wieder an diese Zielhilfen denken, die im Mainstream-Konsolenbereich gerne eingesetzt werden, wo du dann bei diesen kompetitiven Shootern Leute hast, die sagen, warum soll ich von einer PC-Plattform mit Maus und Tastatur spielen, wenn ich von einer Konsolenplattform aus eine Zielhilfe habe, die so mächtig ist, dass ich selbst mit der scheiß Controller-Steuerung dominiere. Und mit Maus und Keyboard kriege ich dauernd von den Consoleros auf die Fresse. Und ich denke mir so, ja, diese Zielhilfe, die da, dieser Algorithmus, der da diese Zielhilfe ermöglicht, das ist, glaube ich, sowas in die Richtung heimliche algorithmische Hilfe bei der Performance, dass man das Gefühl hat, man hat kaum Desync. Dass halt in dem Tempo, wie sich das dann für den Client anfühlt, dieser Desync durch diesen Prediction-Algorithmus ganz schön runtergedrückt wird. Und dann ist halt die Frage, inwieweit merkt das der Casual Player und geht's auf den Keks oder nicht? Was hältst du eigentlich von der sich in den letzten Monaten, Jahren abzeichnenden Strategie von Nvidia, den Leuten im Mittelpreissegment Grafikkarten und im hohen Mittelpreissegment Grafikkarten so beschnittene Hardware anzubieten, dass sie dadurch versuchen, die Leute dahin zu bringen, sich zu überlegen, ach ja, dann zahle ich halt 500 Euro mehr. Lieber die größte und beste Karte kaufen wie alles andere. Macht keinen Sinn, immer
schwere Dinger zu kaufen. Weil die größere, die ist zwar teurer, die kannst du auch 2 Jahre länger nehmen. Das ist meine Erfahrung. Über ein bisschen mehr sparen, ein bisschen mehr Geld ausgeben. Dann habe ich damals Glück gehabt, dass ich diese 2060 hier geholt habe. Die benutze ich ja jetzt schon das 5. Jahr. Ja, habe ich auch 4 Jahre genommen. Noch bin ich zufrieden damit. Also ich hab die neue gewechselt, weil die andere jetzt Angebot war. Das war wirklich Zufall. Oh. Und die nächste Generation soll ja wieder 30% teurer werden. Oh. Da weißt du ja, wo es hingeht, ne? Also 50, 70, ja. 700, 800, 900 Euro. Wirst du gar nicht mehr sehen für den Preis. Ich schätze die 50, 80, die wird dann bei 1600 liegen. Meine Güte. Ja, aber die sind dann natürlich auch wieder größer, besser, ne, schneller. Sprich, die werden noch mehr Speicher haben. Die gehen ja bis zu 32 GB. Das wollen sie bei der nächsten Generation jetzt einführen, die 5090. Die soll ja 32 GB kriegen. Mit den 3 GB Dingern ja, da, ne? Genau, genau. Und das ist der Weg. Oh, Schiff auslagen, geil. Bin ich sehr gespannt, ob ich alles auf einmal auslagen kann. Hm? Das erste Mal alles auf einmal auslagen aus dem Auto, nicht mehr fern. Ich verstehe gerade immer noch nicht, wovon du gerade sprichst, genau. Ich habe hier eine Automatik gekauft jetzt. Alle Kisten. Ey. Zack, leer. Geil. Einmal klicken. Ach, du meinst bei dem Spiel, wo du gerade bist? Ja, ja. Ah. Einmal klicken, alles erledigt. Kann schon wieder wegfahren. Level 63, das ist echt Level hier wie Schweine. Ich kann jetzt alles automatisieren und muss mir nur noch die Dinger, dass ich automatisch entladen kann. Ich musste ja so schmunzeln, als ich mir die Tage ein Video von einem Spieler über die Zeus angeguckt habe, der so sich selber die Aufgabe gesetzt hat, ich will mal gucken, ob ich die ganzen, ich glaube 128 Sku hat die, vollpacken kann. Und dann war er da zugange und quetsch hier noch was rein und quetsch da noch was rein. Und ich dachte mir so, ja cool, danke für das Video, du kriegst 2 24er rein, alles andere ist nervig. Eine andere Zeitverschwendung. Ja, ja, ja. Das heißt, das Ding hat 128, aber du kannst 2 24er da reinpacken, alles andere macht keinen Sinn. Toll. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. Ja. Today's visitors are game. Goodbye. Das ist dann das nächste, was ich angehe mit den ganzen Kisten. Die Automatik ist so geil, das Auto ist schon wieder voll. Ich muss nur da hin und her fahren. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. Vehicle Select, please visit us. Steigen T drücken. Auto leer, geil. Alter, schneller kann man kein Geld verdienen. Ich habe gerade schon wieder 2 Level übersprungen, schon 64. Läuft bei dir. Ja, ich muss ja Nico einholen, der hat jetzt 170, 178.
oder gestern gehabt. Zur Pause. Maschinen sind zu langsam, brauche ich mehr Maschinen. Ich habe noch 105 Minuten für den Auftrag, ey. Also genug Zeit. Ja, aber so wie ich gerade produziere, werde ich in 5 Minuten das Ding durch haben. Ja, die Maschinen werden langsamer. Mellow Tax Player, witziger Name. Irgendwie ja schade, da bringen sie ein neues Raumschiff raus, die Zeus. Und man könnte ja interessiert dafür sein, das Ding zu testen. Und dann heißt man Ruben, guckt ein Video über die Cargo-Variante und denkt sich so, ja. Da, fertig. Jetzt habe ich einen Auftrag, wofür 2 Stunden Zeit hat, in 5 Minuten gemacht. Irgendwas an dem Energy Management gefällt mir nicht. Ich habe gerade 3 Laser-Repeater ausgetauscht mit 3 ballistischen Waffen und der Zähler der 4. Waffe, einer energiebasierten Distortion, hat sich nicht geändert, der Ladungszähler. Eigentlich sind die 4 Waffen einer Constellation alle an demselben Batterieding da dran. Mhm.
Und wenn man drei Energiewaffen mit ballistischen auswechselt, müsste für die vierte Waffe ja mehr Ladungen dabei rauskommen, weil ballistische ja weniger Energie ziehen. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Also. Dann Management dahinter wahrscheinlich noch buggy. Ja. Das fühlt sich wieder so halbgar an. So, produziere 1430 T-Shirts. So läuft. Automatik an, fertig. Und wer kauft dir die ab? Das ist eine Bestellung. Die gehen per Zug weg. Die machen die Kisten voll, da rennen die Leute los, sortieren mir alles in ein Regal und ich kann es automatisch ins Auto laden. Und wenn der Auftrag fertig ist, dann kriegt sie da Kohle. Und Erfahrungspunkte. Die gibt's die ganze Zeit. Ich habe schon wieder Level. Ich bin schon wieder 65. Das geht so schnell, wie jedes Level kannst du ja gar nicht gucken, weil das so schnell geht. Ich habe jetzt 10 Maschinen, die automatisch produzieren. Das ist schon eine super Stelle. Kann ich mich bald vergrößern. Ich brauche halt die 100.000, damit ich es da automatisch abladen kann jetzt. Das heißt, solange wie Heiko von seiner Familie in Beschlag genommen hat, wird, hast du Chance aufzuholen. Ja, dann habe ich schon fast eingeholt. Er hat dafür ja eine Woche gebraucht, um dahin zu kommen, bis hier 170. Ich bin jetzt bei 65 und ich level jede 5 Minuten. Umso mehr Maschinen ich noch hinstellen kann, umso schneller level ich. Wie gesagt, ich brauche jetzt die 100.000, dann kriege ich die nächste Automatik wieder freigeschaltet. Und dann habe ich ihn schon fast.
ich sehe gerade, es ist schon wieder 9 Uhr noch was. Oh Mann. Tja, bei den Reisezeiten hier im Verse kommt man nicht zu viel. Die NPCs sind zwischendurch eingeschlafen. Thank you.
Constellation ist so hart designed, ey, man pennt in der Küche. Diese Lockout in Combat Scheiße, ey. Mann, Mann, Mann. Na gut, dann verabschiede ich mich zum Familienbesuch. Ich wünsche dir was, ne? Schönen Freitag. Ciao. Bis zur nächsten Runde.